Hi Leute, recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Assassin's Creed Origins. So, in der letzten Folge haben wir schon den ersten Hauptmann getötet. Das ist halt eine Art Tutorial gewesen. Und wir sind jetzt sozusagen an unserem Haus angekommen. Oder sein Haus, ich weiß es nicht. Schauen wir doch mal, wie es jetzt hier weitergeht. Ruh dich aus. Es war ein sehr anstrengender Tag. Ich will mich aber nicht ausruhen. Ich muss mich auf ihn vorbereiten. Hepzifa! Hepzifa! Schon wieder die Soldaten! Bayek! Rabia! Meine Rabia! Ich habe mich um dich gesorgt! Ah, du kennst mich. Du hattest recht. Ah. Sieh dich an! Schnitte, Prellungen! Ja, das ist nichts. Setz dich! Hm? Setz dich! Setz dich! Ich kümmere mich um dich. Hast dich nicht verändert. Du und Aya. Ich habe euch zwei immer verarztet. Und dann eure Eltern belogen. Die Zeiten ändern sich. Aber du bist noch der Alte. Schlafender Osiris. Ich dachte, du warst nie wieder auf. Ah, Rabia hat mich verarztet und ich war... Ich ließ dich schlafen. Du musst hellwach sein, um es mit Medunamun aufzunehmen. Deshalb, mein Freund. Ein neuer Bogen? Er wird dir gefallen. Okay. Am besten, du triffst sie direkt in den Kopf. Eine Strohpuppe ist robuster als die andere. Dort drüben findest du noch mehr Pfeile. Gut. Hepzifer! Was ist denn? Die Soldaten wollen dich holen! Los! Komm, schnell! Sorg dafür, dass niemand dieses Haus lebend verlässt. Hepzifer! Wir wollen nur mit dir reden! Nomak Rutjek wurde ermordet! Womöglich war dein Freund der Major beteiligt! Komm raus, wenn du seinen Namen reinwaschen willst! Könnt ihr mal abknallen hier? Hinterhalt vorbereiten! Scheiße! Wenn sie die Briefe bei mir finden... Dann werde ich hingerichtet. Sei unbesorgt. Ich töte sie alle. Viel Glück. Entdeckung. Ein Gegner hat dich aufgedeckt. Er wird sich nähern und der Sache auf den Grund gehen. Was war das? Wer ist da? Bleib unten. Er kommt uns zu nah. Solange der Balken gelb ist, hast du ein kleines Zeitfenster, um den Gegner auszuschalten, bevor er dich angreift, okay? Jetzt erledigen wir den Rest. Jetzt binde ich erstmal. Okay, ist immer noch eine Art Tutorial, würde ich sagen. Ja, ich würde sagen, wir gehen hier mal rum. Damit wird er nicht rechnen. Thank you.
ist los? So, sind die anderen jetzt? Hört ihr uns hier? Nee. Okay, Soldaten werden gekillt. Kehre zu Hepzifer zurück. Das war's wohl. Danke, Bayek. Ich sagte doch, diesen Scheißkerlen ist es egal. Was für eine Unverfrorenheit. Es ist traurig. Komm mit nach oben. Dann zeige ich dir alle Magi-Pflichten in Siva. Okay. Sivas Probleme sind hier. Ich versuche allen zu helfen, aber es ist einfach zu viel. Sagst du mir, dass du nicht über göttliche Kräfte verfügst? Nun, das Problem ist der Mann, den du töten willst. Medunamun. Die Menschen hatten Hoffnung, als er kam. Sie hatten Hoffnung auf Verbesserung. Wir wurden bald eines Besseren belehrt. Fürchte um die Sicherheit deiner Familie, Priester. Ich lasse sie an einen sicheren Ort bringen. Das ist der Mann, mit dem du es zu tun hast. Okay. Medunamun? Ich finde ihn und töte ihn. Medunamun ist weit mächtiger, als er aussieht. Und er umgibt sich mit den besten Soldaten. Mir doch egal. Dann stirbst du. Du musst stärker werden, wenn du diesen Scheißkerl umbringen willst. Vor allem brauchst du eine bessere Rüstung. Ach, die mache ich mir selbst. Waffen sind noch schwieriger. Die Soldaten haben alle im Dorf konfisziert. Ich rede mit dem Waffenschmied. Ja, BNP kann bestimmt etwas für dich anfertigen. Oder Senno hilft dir zu finden, was du brauchst. Senno? Senno lebt noch? Ich glaube, es ist gar nicht so einfach, sich die ganzen Charaktere hier zu merken. Senno, altes Mädchen. Und gut in Form. Rabia hat sie gesund gepflegt. Ich muss ihr danken. Die Menschen sehen sich nach Hilfe, Bayek. Wenn du ihnen hilfst, helfen sie dir. Ich verstehe. Okay. Quest abgeschlossen, die Oase, 1000 EP. Und wir sind Level 2. Ein Fähigkeitspunkt erhalten. Schaden und Gesundheit verbessert. Sehr schön. Neue Quest, das falsche Orakel. Halten, um zu verfolgen. Jetzt schauen wir doch mal, was wir hier machen können. Wir haben hier drei Fähigkeiten. Bäume, den Jäger, den Krieger und den Seher. Regeneration, passiv deine Gesundheit kann sich während des Kampfes regenerieren. Okay, das nehmen wir doch mal gleich. Okay, drücke um den Questlog zu öffnen und deine Quest nachzuverfolgen. Quest, das falsche Orakel. Aufrüsten, Stufe 2, weil wir Tierjagd mit besseres herstellen zu können.
Okay, das können wir doch nicht machen. Das Hauptquest Stufe 5, wir sind aber erst Stufe 2. Dann machen wir doch hier mal weiter. Auf die Jagd, ich brauche Leder. Alles klar. Drüben sehen zu rufen, neue Herstellungsorte reinzufinden. Ah, okay. Weiches Leder. Ah, okay. Jagd. Wir brauchen aber dann das Blaue. Okay. Müssten wir eigentlich markiert haben? So, 450 Meter, da werden wir auch gleich mal hingehen. Können wir unser Kamel rufen? Nee. Ah, wir müssen länger draufbleiben. Ja, ich denke, es ist immer noch Art Tutorial, wie das alles hier funktioniert, aber ich finde es gar nicht schlecht, das passt schon so. Ja, schaut richtig nice aus. So, dann schauen wir noch mal. Okay, brauche ich 4 von 5, okay. Alter. Alter Schwede. Das wird reichen. Dank Nate, Göttin der Jagd. Herstellung verfügbar. Ja, wie mache ich das? Gehe die Ausrüstungs. Ausrüstung. Montur. Ausgerüstet. Okay, wie kann ich jetzt hier was bauen? Herstellung. Ah, Brustschutz herstellen. Anheften. Das wird perfekt passen. Okay. Hm.
Ich habe jetzt hier nichts mehr ausgerüstet. Was ist denn jetzt hier noch? Finde eine neue Quest. Wenn du eine neue Quest finden willst, dann suche nach Ausrufezeichen, denn Ala kann dir helfen, sie zu finden. Du kannst aber auch direkt die Weltkarte öffnen. Okay. Ah. Was ist das hier? Dunkler Schüler. Achso, da hat jemand eine Art Screenshot gemacht. Okay. Ich würde jetzt gerne mal auf hier auf den Turm da oben rauf, oder was das ist. Schauen, wie man sich Pfeile herstellt. Siva. Schauen wir mal, ob wir hier direkt hoch können. Alter Magi-Posten. Ich werde mit Senno darauf gehen. Ah, okay. Das Gebiet ist eigentlich schon aufgedeckt. Ich denke mal, dass jetzt hier Quests aufgedeckt werden und nicht mehr die Gebiete selber. Schnellreise. Achso, man kann doch schnell reisen dann. Steinkreis. Nicht lange her, dass ich mit Remo hier war. Das würde ich gerne mal nehmen. Okay, ich glaube, das ist besser wie die blöde Keule da. Sehr schön. Gehen wir nochmal zu dem Fragezeichen dort. Wir haben sowieso das Gebiet jetzt erstmal schön erkunden.
So. Ist die da oben oder was? Müsste eigentlich gleich hier sein. Oder das ist wirklich auch da unten. Antworte mir, Chenzira. Fenuku, es ist gefährlich. Geh nach Hause. Bayek, du bist zurück. Wo ist Chenzira? Er wollte sich die Schädel in der Hyänenhöhle ansehen. Aber die Hyänen kamen zurück. Ich bin hier entlang gerannt. Und Chenzira zur Gruft. Ein Glück, dass sie dich nicht verfolgt haben. Geh ins Dorf zurück. Ich finde deinen Bruder. Was? Muss ich es meinen Eltern sagen? Chenzira hat dir das eingebrockt. Also muss er mit ihnen reden. Geh jetzt. Okay, gehen wir doch gleich mal da rein. Neue Orte, der Grabmal am Berg der Toten. Finde die antike Tafel, okay. Akraten, Minotep der große Paar, eher Minotep der Geizige. Es gibt keinen Weg, um zu all den Götzenbildern zu kommen, von denen ich weiß, dass sie hier sind. Ich habe eine der verfluchten Mauern eingerissen, aber die Skarabäen sind gemeingefährlich. Ich komme später zurück und bringe etwas mit, um diese Käfer zu töten. Dein verfluchter Tipp bringt mich noch um, Ahnen. Tete, Sohn des Minotep, der Überlegene, wird uns im Jenseits beistehen. Du wirst von Amun geliebt werden, dem Gott, der sich selbst schuf, dem Herrn der Schönheit schließen. Schauen wir doch mal, ob wir das Grab hier plündern können. Geht's auch nochmal hoch? Okay. Geht's hier hin? Wie ist er hier durchgekommen?
Speer, geil. Tai Miuvet, du bist der große Kater, der Rächer der Götter, das Smaragdauge, der alleine geht. Dir wurde die Herrschaft über die Mäuse und Ratten zuteil, die unser Getreide stahlen. Und du hast bestimmt, dass wir nicht hungern müssen. Mögest du auf deiner Reise durch die Duat auf reichlich Nagetiere stoßen. Okay. Akatukleia, Mutter von Teti, Frau des Minotep. Das Gesicht von Akatukleia, was? Akatukleia, keine Ahnung, ist wie das von Mepwavet. Wenn er sich aufschwingt und sich zum Himmel erhebt, die Augen von Akatukleia sind wie die des Großen, dem Herrn über die Seelen in Heliopolis. Möge die Erlauchtheit auch im Jenseits Bestand haben. Meine Fresse, sind das Namen. Da kriegst du ja Zungenkrebs. Okay, hier scheint nichts mehr zu sein. Aber ich muss schauen, wie komme ich denn dort rein? Bewegen. Kann ich gar nicht machen. Okay, hier geht anscheinend noch nichts. Chenzira, bleib da! Ich komme dich holen! Okay, kann man aber nicht rein. Es muss also da oben irgendwo weitergehen. Okay, hier bin ich gekommen. Das haben wir schon. Es muss dann hier irgendwo weitergehen. Das wäre ja eigentlich der Raum dort, aber wie kann ich denn... Wie kann ich das bewegen? Oh. Ja, so offensichtlich gewesen, dass ich es nicht gesehen habe. Chenzira, geht es dir gut? Nicht zu glauben, dass du zurück bist. Aber der ist blöder Mensch. Du solltest hier nicht sein. Ich verstecke mich vor den Hyänen. Fenuku hat mir davon erzählt. Reicht es nicht, dich in Gefahr zu bringen? Musst du auch deinen kleinen Bruder mit hineinziehen? Aber es ist, seit Remo fort ist. Also schön, ich verstehe. Ich hol dich hier raus. Hey, jetzt warte erstmal. Was ist das? Das würde ich selbst gerne wissen. Es muss ja alt sein. Eines Tages werde ich lesen können, was da steht. Leichter Bogen. Geil. Jetzt weiß ich nicht, das... Nehmen wir den Spieß mal. Schauen wir mal, wie der so ist. Da lang. Aber da sind die Hyänen. Bayek, ich will dir was sagen. Amun, heiße Minotep willkommen, denn er besaß ein göttliches Herz, das wohltätig gegenüber den Göttern war. Er gab den Templern große Mengen Gold, große Mengen Smaragd und große Mengen Getreide. Er führte uns und machte viele großzügige Geschenke, das auf Siva florieren möge und Tamer zu fördern. Jeder andere hätte genau das Gleiche getan. Naja... So, welche Schrifttafel wir finden sollten. Schriftzeichen aus dem alten Königreich. Okay, ich würde sagen, dann werden wir den Klim Jung mal hier raushelfen. In der Nähe. Da
geht sie ganz schön weit runter. Müssen wir da runter? Ach du Scheiße. Okay. Kommst du, Kleiner? Kommt ihr jetzt raus oder nicht? Okay. Ich geh jetzt einfach mal raus, vielleicht kommt ihr automatisch hinterher. Hyäne! Tänzerer, versteckt! Sie sind noch hier! Alter! Heftig! Hyäne! Tänzerer, verstecken! Sie sind noch hier! Alter, was Schwede, was ist denn da los? Hyäne! Tänzerer, verstecken! Sie sind doch hier! Es ist sich. Vieh! Geh besser nach Hause. Bayek, darf ich dich was fragen? Nur zu. Könnte ich auch ein Magi wie du werden? Naja, du kannst damit anfangen, auf deinen Bruder aufzupassen, statt ihn in Gefahr zu bringen. Versprochen! Jetzt ab nach Hause. So Leute, ich würde sagen, an der Stelle machen wir auch einen Cut. Und schauen dann in der nächsten Folge, wie es weitergeht. Würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet und mich auch ein bisschen unterstützt. Sei es mit einem Like, Kommentar oder auch mit einem Abo. Alles gern gesehen. Genau, und das war, würde ich sagen, das Schlusswort. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao, ciao.